Guten Morgen, es ist 4.10 Uhr für das 6.2022. Entschuldigung. So, Stellungnahme. Ja. Ist ein schweres Thema. Stellungnahme 1, wir sind im Krieg. Blogartikel vom... ...4.6.2022 normalerweise. Hier steht 3. Juni. Und nochmal meine... Zeit mal checken am Computer. Und zwar, ja, es ist der 4. Juni. Auf dem Blog steht aber komischerweise 3. Juni. Ach so, wegen anderen Zeit. Okay, da ist noch nicht so weit geklärt. Also, Stellungnahme 1. Wir sind im Krieg. Wir sind ja auch 16 Brüder gestorben. 13 suizidale geheilt, 8 Mordanschläge. Entschuldigung, wenn ich ein wenig locker das jetzt warm hier rüberbringe. 8 Mordanschläge. Ich darf sie nicht präzisieren, sonst tarieren die in der Zeit und machen es noch wirklich. Also, Stellungnahme 1. Vor allem für die Andrease und die Verwandten von mir. Liebe Follower, liebe zugewandte Graue, wir müssen aufrüsten. Und zwar kommt Krieg von bekommen fränkisch etwas kriegen. Ist erstmal im alten Deutsch gar nichts Schlimmes. Kriegen, was kriegen, was bekommen. Aber dann ist für die schon Alarm. Ja. Stellungnahme 1. Kriminelle sind unser Problem dieser Zeit. In Verbindung mit Wahnsinnigen, die sich alles rausnehmen, meinen zu können. Darüber prangt War, hieß hinher, hieß Aktion. Wir durften ja Krieg gar nicht sagen, wie sie uns unterdrücken kamen. Melancholiesetzung war es. In Verbindung mit Dualitätsverneinung. Und so sind ja 30 Dimensionen verschwunden. Böse, weiße Wolken. Planetenauflöser haben wir ja verjagt. Ich mit 50 Besuchern besuche in der Markt pro SITH Cracker Info mit dem Großvater 1, Großvater 2, Engeler. Waren wir 300 bis 500 Mal am Markt, haben die bösen weißen Wolken Planetenauflöser verjagt, bis wir den ermittelt haben. Den größten Dreiecksbekämpfer in meiner Sorte. Und dann haben sie mir zu 40 eine weinende vorgeschickt, gesagt, wenn du das nicht kaputt machst, sind wir ewig. Und da verlinkt die Stellungnahme auch hin auf cracker.info/ewig. Egal ob ich bin, sind wir ewig. Mit den drei Stäben, ne? Und für den Heiligen Geist, der, die das, Geist über Materie, mit Gott. Wie ihr auch meint, Antiluziferianer sind unser Problem auch. Das sind für mich, das sind die meisten Wahngläubige, die Luzifer bekämpft haben. Nicht in Kenntnis nehmend, dass Gelb unsere Schaffung ist. Meine andere Inkarnation, ich Luzifer Bruder. Nicht in der Kenntnisnahme, dass Violett geschaffen wurde an besonderen Orten mit durch Luzifers Sonnenkörper. Nicht in der Kenntnisnahme, dass das erste A, triank.cracker.info, triank.cracker.info von einem Luzifer-Körper, Andreas Mark Bernett, Verwandten, Herminius, dem Carus Erminsul, wo soll ich da aufhören? Germania ist die Schwester, ist die weibliche Ausprägung von uns. Wir waren Götter. Die haben das dann auch in anderem Vorort gesagt. Wir haben auch aufgehört zu kämpfen. Ihr sagt selber, ihr wart Götter.
Die haben das einfach nicht am Schirm gehabt. Wir waren die Erschaffer von Gelb, die Erschaffer mit Engeln von Violett, die Erstzusammenleger des ersten A und der Ziffer 1. Das ist halt ein Schöpfer gewesen, der Luzifer. Die den aus blindem Glauben heraus bekämpfen, die sind irre. So, in Verbindung mit Wahnsinnigen, da steht sie sich alles meinen rausnehmen zu können. Deswegen Geheimgerichte, die Psychopathen für ein Leben aus dem Rennen nehmen, Aufrüstung. Spiegelkrieger, Netzpentakel, da klickst du dann mal drauf im Beitrag auf seth-andreas.blogspot.com. seth-andreas.blogspot.com. Netzpentakel, ein Netzwerk aufbauen. Feinstofflich Sinne schärfen, Awareness, Talent, es geht um Talent. Wenn es darauf ankommt, auch. Einen Zeitetagenbau, das meint, richtig gehend eine einen Unterbau in der Zeit. Na? Kooperieren. Wie eine WG in der Zeit. Auch wieder auf den Klick, auf den Link klicken, hören die Videos. Kriegen wir alles hin. Zuerst kommt die Maid. Da ist die Reihenfolge ein wenig durcheinander. Moment. Erst die Maid, dann das Nest suchen. Der Maid erst gewahr sein, ist sie mit dir. Dann das Nest zusammen am besten bestücken oder halt das Nest bereithalten, damit die Maid kommt. Also es geht Hand in Hand. Und dann die Kameraden suchen wie eine Festung, wenn geht. Hand auf das Herz, Menschen finden und zu 95% wird das Leben ein Genuss. Ich titel dann noch Ende mit der Tyrannei, der Willkür, der Unterdrückung und Schutzlosigkeit, Schutzbefohlener. Ausrüstung, die Ausrüstung ist ein Knüppel. Ein runder Knüppel am besten, der ist so rund wie es geht, in weiß gehalten. Ja? Und wenn geht als Graf, ich bin ja Graf einer grauen Majestät im Mittenland, ein Messer. Ja? Okay, dann geht's weiter. Cracker Info ewig die Seite bewahren, auch gewahr sein dem Inhalte. Und wenn des wahren Gottes eben Bilder dieser Welt erwachen. Nochmal, wenn des wahren Gottes eben Bilder dieser Welt erwachen. Von einem Bruder ich sind die Gottes Selbstgefühle gegossen über die Menschen, deswegen wurden sie wie Bestien. Von einem Andreas Mark Bernett sind die drei Menschenrechte. Von einem Andreas Mark Bernett wollten die weißen Wolken die Bodenrechte ergaubeln von Lucifer qua. Ja, von Lucifer. Um den Erdenrund aufzulösen, wollten sie die Rechte des Bodens. Wir haben Nein gesagt. Da oben am Markt kamen 300 bis 500 Besucher zusammen, die waren wie Bud Spencer. Mit Knüppel oder mit Trachthut und Wanderstab, also nicht ganz mit Knüppel, aber mit Trachthut, Wanderstab bin ich da erschienen. Ein Engel war dabei, ein großer Nett war dabei, Großvater 1, Großvater 2, eine Mutter. Wir haben die UIIU3.cracker.info, die sogenannte Ergänzung der Republik, damit sie auch ewig wird, die Republik ewig wird. UIIU3.cracker.info beschreibt die Familie in Netzwerk und Familie zur Republik dazu. Kein Mensch redet davon, die Republik wegmachen. Ich nicht. Nur die bedingten Herden sollen aufhören durch eine Vergleichsstellung Möglichkeit in Netzwerk, Familie und Republik. Du hast immer drei am besten Angebote der Wahl. Dann hast du eine Wahl. Alles andere endet, etwa ich.
Ja. So, das war's eigentlich. Ich kann jetzt auf die einzelnen Links noch eingehen, aber ich denke, das ist genug. Schau zu, dass du einen runden Knüppel hast, um nachts, wenn sie kommen, Taten was zu haben oder auf Laternen batschen dürfen können wollen werden, wenn die Engel was mitkriegen sollen, was daheim nicht erträglich ist. Nachts mal auf die Laterne scheppern, damit der Nachbar das mitkriegt, dass bei dir was los ist. Dafür ist der Knüppel. Das Messer ist einfach für mich zum Schnitzen. Naja. Wirst schon wissen. Ja. Zum Verteidigen auch gedacht. Einfach, dass man es sagen kann. Ne? Okay. Das war eigentlich alles. Ja, macht so viele Zeitetagenbau fertig, wie es geht. Zeit-WGs, wenn das geht, wie Leuchttürme in der Gesellschaft. Das geht runterwärts in der Zeit und aufwärts. Wie ein Stab in der Zeit. Wo die Leute sich tauschen, mögen, kennen. Ja, nicht nur um Geld. Es geht auch nicht nur ums Blut. Und auch nicht nur um es geht ums Nest. So. Und dann das Leben. Und das ist das Bewusstsein. Und das soll irgendwie zusammenarbeiten. Okay? Machen das ja fürs Leben, nicht anders. Ich schaue mir jetzt vielleicht auch nochmal top3.cracker.info an. Das Bemerkenswerteste ist, vielleicht gar nicht zu sagen, weil die anderen dann was wissen. Ne? Der Feind hört ja mit. Na, aber besorgt dir so einen Knüppel. Das ist schon nötig. Du als sorgt mal Held für Engel. Solltest auf Laterna batschen mit dem Wanderstab oder mit dem Knüppel, wenn was daheim ist, lernen. Und ein Messer vorrätig für ein Hobby, Kunst und könnte ja mal was sein. Schau top3.cracker.info. Ist da unter Zeiten Etagenbau verlinkt? Also die witzigsten Geschichten kann ich schon erzählen. Meine Stahlkoppenschuhe gehen bis London. Meine Knüppel gehen bis Tschechien. Ich habe 60 Wanderstäbe verschenkt und Knüppel, ein paar Zähne. 550 Holzgravurscheiben, weswegen ich wahrscheinlich auch was überlebt habe. Da kann ich keine in die Kamera zeigen, weil die alle mit Personen belegt sind, die der Magie fähig sind. Ich habe für die deutsche Zauberhand gearbeitet, wie ein hast du nicht gesehen. Für die deutsche Zauberhand, dass die alte Dame wieder sagen kann, ja, es gibt Magie. Bin ich vor die Stadtgrenze mit dem Zauberstab und habe denen wieder gesagt, wo es hier Deutsch, ja. Und habe Zauberstäbe erstellt aus meinem Birkenwuchs. Ich bin ja auch im Mineral noch nicht, aber im Pflanzen, ja, im Holzbereich, im Pflanzen und im Tierreich schon angekommen. Gibt's bitte Obacht. Es gibt verdauungstraktlose Wesen. Mehr sage ich nicht. Wir sind erlöst vom Vermehren müssen. Wir sind erlöst vom immer essen müssen, wenn wir wollen. Ja. Wenn wir nur des schönen, friedlichen überschaukeln, dann ist alles gut. Haben wir viel bestanden. Die Finessen vor Ort, die kann ich euch nicht verraten, sollte ich nicht verraten.
nur ein grundsätzliches, der Steinmetz führt die Weltkultur, führende Kunst aus. Die Weltkultur, führende Kunst führt der Steinmetz aus. Und dann kommen bei uns die Internetlogos dazu. Wir müssen uns irgendwie vertragen. Das Internet ist in Gänseblau und ein Punkt. Schrecklich. Nein, schön, schön. Blau ist wundervoll. Ich habe auch ein blaues Schild hier hängen. Gehen mal davon ab. Ja? Ich darf es noch nicht so inflationär verwenden, sonst ist irgendwas anders. Ja, das war alles. Ne? Also ruhig von einer festen Festung auf klarem Felsen gebaute Häuser sind manchmal wie Inseln im System. Darauf ein selbstgebautes Holzhaus. Selbstgebautes Holzhaus, wo du dann in der Kommunikare wichtig werden kannst, um vor den Göttern in bloßem Anblitze die Kommunikation auffangen und abebben lassen kannst. Bis hin zum Steinwerk in der Neuzeit, bis in, wer weiß, wann es endet. Ne? Angefangen irgendwann, aber enden soll es nicht. Ne? Eine Zeiten-WG. Dann können sie uns nicht mehr einfach alles vergorkseln, hoffe ich. Wünsche ich. Ne? Ja, das, da stehen wir rein. Ne? Ich weiß noch von Hexen, die sind mit Rammböcken gekommen, dann an mein Holzhaus ran. Da waren dann Riesen im Gebälk und haben die Wände abgecheckt. Der Kampf ist schon vorbei hier, teilweise. Man möchte ja nie mehr, dass sie kommen. Käse da, Käse da. Ich sage mal um Gnade. Gnade, Mercy. Na, das musste ich auf Holz brennen. Dann kam ein Vergisslichzauber. Und dann wusste ich, das ist irgendein Weiterfasser, der in der Zukunft mich leben sieht und mich dann blitzschnell dummzaubert hat, dass ich Gnade nicht auf Holz brennen konnte. Jetzt weiß ich das Wort Gnade. Jetzt hoffe ich, dass das arbeitet richtig. Der Riese im Gebälk, ja, da kam dann mein Bruder, der Arne, der ist natürlich auch nicht immer verkehrt und hat ihn erlöst. Der lag da und musste das ganze Haus abgestützt haben. Das ganze Haus abgestützt innen, dass es nicht zerfallen ist in der Rückwendigzeit. Sagenhaft alles, was ich da erlebt habe. Naja, war noch irgendwas. Es berührt mich noch ans unsichtbar am Rücken. Das ist für mich ein wenig ein Abschaum. Mobbing ist noch teilweise. Mobbing machen sie auch. Aber es juckt mir nicht. Ihr wisst ja, wie der Planet fast zerkluft wäre, waren 60 Wanderstäbe draußen mit Menschen am Markt. Die konnten die kopieren und Balier stehen am Markt. Seitdem ist der Planet sicherer. Und ich bin bei der Stange, BRD. Ich bin bei der Stange, nur ich muss halt die Ergänzung Familiennetzwerk leben, damit die BRD uns nicht fast durch die Einseitigkeit ins Jenseits gedrückt hätte. Ne? Ja. Also nicht so ganz ernst nehmen, bekommen, fränkisch. Aber doch standhaft so eine Zeit-WG arbeiten. Würde mich sehr freuen. Ein Erkennungszeichen von einer Zeit-WG. Das Übliche, das, ich weiß nicht, meine Mutter, ob sie mir das empfehlen würde, jetzt die alten Zeichen zu zeigen. Meine Frau. Das zeigt man da. Als Zeichen für den Zeiten-WG. Ja, Uhr ist Mondsichel, können wir nicht nehmen. Vollmond können wir nicht nehmen. AA im Kreis würde ich empfehlen, ja. Ein A im Kreis. Für als Erkennungszeichen, was können wir da nehmen?
Ja, machen wir uns erstmal Gedanken. Ich nehme bisherige Buchstaben A für damals den Richtungszeig zu Gott, für den Kreis, für die Menschen mehr. Ne? So ist es für mich dargestellt. Also ja, ruhig A, Gott im Kreis, ja, also A im Kreis, ja. Würde ich sagen, ne? Also in dem Sinne war noch irgendwas. Ja, nee. War eigentlich alles okay. Ich könnte noch viel erzählen, wie ich in die Tauschhandlung gekommen bin, mit zeitlosen Gegenständen. Zum Beispiel hier oder hier, Moment, da, zu zeitlosen Gegenständen kamen welche aus dem Mittelalter und wollten mich holen kommen. Warum? Man kann das Datum nicht verifizieren an diesem Gegenstand. Wieso? Dann entsteht ein reger magischer Handel. Reger magischer Handel mit solchen Items. Ob sie es wollen oder nicht. Und dann wären wir wieder wer. Wenn wir einen Speer haben in Bayreuth, hat mir einer gesagt, dann sind wir wieder mehr wer in Bayreuth. Dass wir wieder mehr, ein bisschen mehr sagen dürfen können und wollen werden. Das ist jetzt ein Triank im Kreis, das erste A. Warum nicht? Für den Heiligen Geist männlich, weiblich noch ein Stab. Unser Erkennungszeichen. Das wäre mir ein Wunsch und Segen. Ja, in diesem Sinne, auf gutes Werken. Ne, hinbewegen. Ich bin dann cholerisch, muss mich jetzt wieder berühren, damit das aufhört, mich am Hals oder am Rücken berührt es mich. Dann muss ich dahin fühlen, mit dem Ding. Ich bin cholerischer Mensch, Mann, deswegen schimpfe ich ganz heftig danach, habe aber ein Protokoll, was die mich dauernd berühren und belegen mit dem Mobbing. Klar wirst du dann komisch. Ja, da stehen wir jetzt, ja. Also ich höre jetzt auf, ne? 22, gleich 23. Minute. Das Internet haben wir nur durchgeschleift in die Ewigkeit. Wenn es geht, ist ja Kessera, Kessera. Es lief ja über Material. Lief ja Kupfer und Glas. Nein, Ewigkeit hat's gemeldet. Alu und Porzellan schon eher in Merkfähigkeitskreis. Aber Holz hat noch längere Kenntnisnahme der Mann in hohem Mannesvernunft. Aber Holz ist auch nicht immer überall. In der Johannesoffenbarung hat er den Baum des Lebens eine Zeit lang rausgenommen. Und ich darf nicht über die Birke hinweg ermitteln die Baumsorten, weil das mich nichts angeht, weil ich mal suizidaler war. Habe ich ermittelt. Ja. Ich halte mich für geheilt. Manche Bereiche darf ich halt ermitteln, woanders soll ich mich raushalten. Deswegen checke ich gern mein Zimmer und das, was der Herrgott mir schenkt. Ich sehe ihm gegenüber erstmal eine Seele, das Geist über Materie, und dann wird geschaut, ob es der Luzifergeist ähnlich ist. Ich habe ihn vorhin verloren. Dummzauber ist wieder am Start. Moment. Das war jetzt A. Diese Gegenstände habe ich. Ach ja, dann ging die Frage über Bewusstsein, ist denn lieber Herrgott Bewusstsein ewig? Ja. Aber, im Duett. Nur im Duett. Allein löst sich wieder in einem anderen Konglomerat auf. Im Heiligen Geist sozusagen. Allein.
Also bin ich dann zu meinen Damen, da wir Reihenfolge, das mag meine bayerische Frau nicht gerne. Es gibt da Erstere und es gibt da Königin vom Nil, die ist mit mir irgendwann in Ägypten gewesen. Da war ich richtig König. Das war noch ein Weltkönigtum, was der Weltkönigtum würdig war. Haben die Bayern uns hergeholt. Mach mal jetzt eine schöne Zeit, so gut es geht. Und dann die bayerische Frau. So, da war ich mir gewahr, Maid, dann das Nestholz, längste Währung. Und dann Kameraden. Und das Beiwerk war das Internet alles durchziehen. Das haben mir die um 2017 herum schon gespiegelt. Gewonnen! Was denn? Das Ding geht in der Ewigkeit genehm. Dieses Ding ist der Ewigkeit genehmigt worden. Also mit oder ohne Internet. Dieses schöne Teil in der Verwendung. Weil wieder zwei Seelen dran sind. Ja. Und dann 18 war die eigentlich wieder Anerkennung. Da dachte ich, jetzt ist der Gär vorbei. Gär heißt Französisch Krieg. Ist er eigentlich für mich ab 2018 eigentlich wieder anerkannt. Der Club 6 war nicht nur schlecht, weil wir so viele Menschen sind. Nicht anders. Ja. Das war alles. Ja, habe ich dann so angefangen. Schaut's Leute, wie sie mich vernachlässigt, isoliert haben die Jetzis und verstoßen fast. Leute, ich habe ein neues Holzprodukt. Ein Unikat, ein Prototyp. An aller Welten. An aller Sein. An aller Wesen. Dieses Produkt darf jetzt ruhig blinken, soll euch für die Hand gereichen und euch Glück bringen. Das soll unser Erkennungszeichen werden, wenn es geht. Ein A im Kreis, mit oder ohne weggehende Stäbe. Und so bin ich dann wieder in die Handlung gekommen, vorübergehend, mit wegen Fremden. Ach ja, wir sind ein wenig was in einem Becher. Da habe ich schon USB-Sticks rausgeschmuggeln dürfen. Da hat schon eine Entsatztruppe unten einen Ausgang gefunden, die Frau Jochtner. Der ist aber hoffentlich mit seiner Truppe, der sie geführt hat, eine Mannschaft geführt hat, ein Andreas Mark Bernett, raus aus dem Becher unten der Ausgang und die Frau oben ihn suchen gehen. Und außer Bechrig die USB-Stick schon geliefert mit dem Webcast. Ihr glaubt doch nicht, dass das Internet aufhört, da wo wir Banken haben, auf festem Grund. Da laufen die Dinge auch ohne Strom, habe ich mir sagen lassen. MP3-Player zum Beispiel. Die brauchen nur das Gerät und ihr Vermögen im Sein. Und dann gehen die neuen MP3en. Du machst es nicht nur fürs Gebiet Internet. Ja? Wenn du Glück hast. Na? Das sind sichere Banken in der Rückwendezeit. Die zeigen sich teilweise auch nicht. So, jetzt habe ich ja 550 von diesen holztalente.cracker.info, holztalente.cracker.info hergestellt. Und jetzt habe ich Anfragen. Jetzt ist es geheim, jetzt darf ich nicht wer sagen. Zwei Politiker großer Sorte, mehr sage ich nicht. Muss ich einen Handschmeichler machen. Ich war ja Hoflieferant, bin ja. Das ist jetzt kein Witz von der grauen Majestät, sozusagen. Der eine, der graue Majestät ist Mai. Grafentitel Erlauber. Und der ein grauer Königtreuer ruft mich an über die Luft und sagt, ich hasse dich.
dass meine Majestät deine graue Holzscheibe so liebt. Dem habe ich zwei gemacht. Die zweite war nicht perfekt justiert. Da sagt er, Mensch, Andreas, kannst du denn nichts richtig machen? Dann muss ich die zweite Gravurscheibe machen, die hat auch jetzt schon Bruder und mein König. Ja, mein König, ja, darf ich sagen? Ja. Und das nächste ist mir jetzt wieder entfallen. Moment. Ja, Andreasen, lasst euch von der bayerischen Geheimarmee rekrutieren. Im bayerischen Ausland. Alle. Den Soldaten können wir wirken. Den können wir auch brauchen. Wenn es geht. Ja. Das war jetzt ein nettes Thema. Das waren die Gravurscheiben. Die hat der Bruder schon. Moment. Ja, und verschiedene andere Politiker. Ich will jetzt nicht sagen, wer es alle hat. Ja. Schöne Geschichte. Einfach eine. Die Holzgravurscheiben sind einfach eine schöne Geschichte. Ja. Ich habe ja richtig genickt, ne? Ich, mein Vater. Hier kann er mir nicht sagen, du bist so groß wie ein Bein, was ist denn? Euch, mein Joe, hat sich im Jenseits, wie er schon ist, seit 10 Jahren. Nachtens gemeldet. So groß wie ein Auto, mein Hund, der Verstorbene. Stöbert mich am Bett an und will wieder spielen. Und ich konnte es nicht fassen. Er lebt, mein Hund lebt. Ihr wisst schon, das, ja, lass mal lieber die andere Richtung. Doppeladler seit Frankreich, das möchte ich euch auch ermöglicht sehen, Andrease. Doppeladler, sonst sind wir nicht so von Benötigung. Friedlicher wäre Drilling, 3 Sterne. Dann kommt ein wenig Runei, da muss ich auch ein wenig die Ohren spitzen. Wie dem auch sei, in Sternstunde der Stille ruft mich mein Jenseitiger, ist ja Schluss, das sag ich vielleicht jetzt nicht in die Technik. Da beim Grabe ist Schluss. Und ja. Auf jeden Fall, mir ist es so wichtig, aber wenn die Leute nicht so viel checken. Andere sind so unsensibel, aber die haben ja auch verroht. Ja, ein bisschen verroht haben sie mich schon. Naja. So, ich mach mal kurz Pause. So, Rübezahl hat zählt seine Rüben. Deswegen heißt der Rübezahl. Rübe 1, Rübe 2, Rübe 3. Hat aber auch einen Wanderstab. Der Rübezahl. Dass mir einfach fürs Leben einstehen, war der Wanderstab ein tolles Zeichen. Für einen festen Stand auch, klar. Ja, erstellt Hobbykunst. Das ist was Feines. Da habe ich hobbykunst.cracker.info. Hobbykunst.cracker.info mit C geschrieben. Da öffne ich noch, wie ich mich mit Kunst wehren kann. Ich kann mich mittlerweile mit Kunst wehren. Schau her.
Ich bin der Blockhead. I'm the Whitehead. Ich nenne ihn Freund. Hallo, mein Freund Whitehead. Hallo. Hallo. Ist ja nicht schön. Ich müsste noch mal rotes Hemd tragen. Hat er blau-weiß, ich schwarz-rot. Das ist mein bester Freund. Wie? In der Szene eben. Ich hatte einen besten Freund. Aber der ist nicht mehr aktuell nicht unter uns. Ja, naja. Das war Freund. Selber gebastelt. So, jetzt haben wir noch 9 Minuten. Müssen wir ja nichts mehr besprechen, ne? Hör schön auf die Gerdi, wenn es geht. Kabinett, weiß, rotes Hemd, besorgst du. Und dann freischaufeln die Möglichkeiten. Letzten Endes habe ich mehr mit dem Klaus Dieter, mit meinem Vater zu wirken. Da muss immer grün sein und dann auf die Mutter, wenn es ums Kabinett geht, hören. Und dann hoffen, dass der Arne dich in Ruhe lässt, wenn du mal glänzen darfst. Und die Frau, die nicht neidampft. Oder wieder eine andere Situation sehen will. Weil wir sind wie ein paar Schuh. Und da kannst du der Zampano sein. Die macht so. Da bist du auf einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ne? Die hat da irgendwie auch den Griff. Die Frau, ja. Die bayerische Frau. Ich sage den Namen nicht. Da sitze ich am besonderen Orte unweit der Höhle Barbarossas und dem Grabe Irminsuls unter der Meine. An einer Funktion und interessiert an der Damenwelt, die auch an mir. Und es ist eine Frau in der Reichweite dieser bayerischen Frau. Hi, ich dort, die näher kommen merken. Die hat eine entspannte Gangart und ich Angst gekriegt. Warte mal, 3 Damen schon da am hektisch rumsortieren, um ihn rum. Das ist auch wie ein Hof oder was, wie ein moderner oder zeitgemäßes Zusammenleben halt gilt. Und die Frau, die bayerische, die hat ihm Angst, der hat sofort Angst gehabt. Der hat gesehen, wie locker und wie langsam die Quad hat, die schieren Madeln, die anderen, die dachten, die ist eine Gefahr für ihn, haben sich in den Weg gestellt und haben gezetert oder dies und jenes gemacht und die Frau, ach, da habe ich Zeit, ich habe doch die Ewigkeit mit dem. Und der hat sofort gewusst, die holen wir ein. Ne? Der hat richtig Angst gehabt und es hat sich potenziert. Und je mehr Schiss der gekriegt hat, desto mehr hat sich's in die Realität bewunden. Und sie wurde immer selbstsicherer. Dann war es vorbei, ne, mit seinem Single-Leben. Das war schon witzig, ja. Ach ja, meine Frau. Da könnte ich jetzt wieder erzählen. 4, 5, 6 Minuten haben wir noch. Manche Sachen darf ich nicht mehr erzählen. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Tür schwingt täglich und das in 2 Richtungen. Das deutsche Wetter und deutsche Frauen. Mehr sage ich nicht. Denn Duette haben es möglich, dass sie sich für immer drehen.
Rullala, 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 und das jeden Tag. Heute habe ich sie gescholten. Habe ich sie gescholten im Video. Da muss ich meinen Bruder noch entlasten und Zeifra. Da war ich sauer. Da war ich sauer. Die haben ja, ich habe sie ja verzeiht an der Polizei jetzt, diese unsichtbar Berührer. Weil die weiß, dass das effektiv Magie, ne? Die wollen mich nicht in Ruhe lassen. Weich kochen wollt dann. Eine Frechheit. Sondersgleichen. Und das der eigene Familien. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, bei mir wird um jeden Cent gekämpft. Und da laufen ein paar Könner mit dem Lederlumpen über die Wiesen mit Millionengehältern. Es ist einfach ungerecht, oder? Schatz, ich mach Hexenklimbim wieder. Ich darf nichts Neid zeigen. Ich habe ja 20, 30 Gegenstände, alle verknüpft mit anderen Menschen. Ne? Da, das ist dem Seins, das ist dem Seins, das ist der ihrs, und das ist dem quält dies, und dem das, und das dem, und wenn ich's Neid zeige, dann könnte schon was sein. Dann könnte schon was sein. Man weiß es ja nicht. Ne? Im 100.000 Fällen ist da nichts. Nur in einem könnte was sein. Sag ich mal, ist die vielleicht das Interesse gelegen. Ne? Ich will über die Materialien, will ich Auskunft geben, ja. Du bist groß. Du bist groß. Du bist groß. Du kannst die laden. Ich soll es nicht eben sagen. Aber was ist, wenn die falsch geladen sind? So war ich beim Wasserspeicher kontrollieren. Weil jeder im Haus ist jedem nicht genehm gewesen. Da habe ich gesagt, da muss was im Wasser sein da. Bin auf am Wasserspeicher, bauliche Veränderungen an der Fassade. Das war ja immer das Heiligtum der Heimat. Ein Araber sagt, ja, der Andreas ermittelt uns, aber er verfolgt uns nicht. Die telepathieren mich an. Schon auf dem halben Weg zum Wasserspeicher ran. Machen einen Kieshaufen, sagen's. Schau, wir sind da in der Zeit, was willst? Sag ich, ob da mit dem Wasser alles stimmt. Da soll ich so, ja, wir schauen schon. Hat den Haufen noch ein wenig aufgeschüttet, damit ich mich beruhige. Und dann bin ich wieder heim. Und der Araber sagt, ich hätte sie mal erwischt. Am Wasserspeicher, wer weiß, ob das da war. Aber ich darf sie nicht so verfolgen. Das ist, wenn du in K. Das ist halt geheim. Das ist halt geheim. Genau wie die Gegenstände, die könnten ja. Ja, was ist denn dann nicht möglich, wenn ich den schmeiß in die Kamera und die Kamera wäre wie bei der Matrix? Ja, dann käme die am anderen Ende raus. Ja, und so eine Sache meine ich. Wie das geht, Kessela. Ich bin ein einfacher Arbeiter im Sein des Herrn. Nach 20 Sekunden. Und finde jeden Tag neue Leute, wenn ich draußen wieder alles vergesslich gepatscht war. Gell? In dem Sinne, für viel Friede, Freude, Glück. Tschüss.
mit Geschick.